Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Parkitect. Und ja, beim letzten Mal haben wir es endlich geschafft, Adventure Island abzuschließen. Zwar nicht auf Gold, aber das hier reicht mir erstmal. Dadurch haben wir dann Ice Chef Islands und Biscayne Beach freigeschaltet. Aber wir haben noch nicht Batavia Cay gemacht. Daher starten wir heute mal mit Batavia Cay, eine einsame Insel, um die sich Legenden ranken. Der Vorbesitzer hat hier einen Dueling Coaster gebaut, aber nicht viel mehr. Beende, was hier angefangen wurde und verwandle diese mysteriöse Insel in eine Tourismusattraktion. Habe eine Erlebnisbewertung von mindestens 80. Habe mindestens 1000 Besucher in deinem Park. Optional habe ein Betriebsergebnis von mindestens 5000. Erfülle alle nicht optionalen Ziele bis Ende Juli, Jahr 3. Gut. Gut. Als erstes Pause. Wir haben hier einmal den Dueling Coaster. Wir haben also 1 Euro Eintrittsgeld, das kann man so lassen. Gut. Warte mal, der Park ist geöffnet. Erlebnisbewertung, aha. Da steht nichts drauf, dass man die über eine längere Zeit erfüllen muss. Das heißt, einmal reicht. Juhu. Gut, Betriebsergebnis. Was ist? Fahrpreise, Gelder, Parkeintritt, Betrieb. Okay, Betriebsergebnis von 5000 muss ich. Ist also ein Ziel. Gut, wie sieht es hier aus? Red Evil 8. Aha. Extremmittel. Dekorationmittel. Aber das ist schön. Das ist sehr schön. Red Evil und Blue Evil. Okay. Gut, und die fahren beide dann da rein. Okay, gut. Schauen wir erstmal, was haben wir hier alles an Dingern, die wir bauen können. Gut, wir haben hier Riesenrad und sowas. Go-Karts, aha. Junior-Achterbahn, Stahl-Achterbahn haben wir. Wilde Maus. Wildwasserbahn, gut. Schwimmsrampen, Pausenrampen und sowas alles. Gut. Hier sind die Dinger. Wo ist eigentlich der Park? Achso, der Parkeingang ist hier oben. Okay. Das heißt, dass ich hier denke ich. Hier sollte ich, denke ich, schon mal Info bauen. Und die Parkkarte auf 70 Cent schon mal erhöhen. Gut. Geldautomat baue ich mal dahin. Ein Geldautomat ist immer gut zu haben. Wo sieht's? Ah. Okay, das ist gut zu wissen. Sorry. Lupe. Versteckte Dekoration einmal. Also 20 Cent dürft ihr ruhig zahlen dafür. Zone 1 Bubble Tea. Einmal teurer machen und da war dann noch eigentlich noch irgendwie Steckattraktion. Ja. Zone 1 Pretzels. Gut. Ihr werdet auch nochmal 20 Cent teurer.
Ansonsten ist hier sonst gerade noch etwas direkt davon. Da sieht gerade nicht danach aus. Hier mal umschauen, da ist das. Aber dort. Da geht's runter. Ich denke, ich mache mal Untergrund auch an. Okay. Dann setze ich, denke ich mal, hier unter die Erde auch schon mal im Pausenraum. Fuck. Löschen, ja. Ich habe gehofft, dass der in die andere Richtung schaut. Gut. Dann mache ich das so einmal und jupp. Gut, damit habe ich auch einen unterirdischen Pausenraum direkt. Ist dann auch schön von den anderen nicht, für die anderen Leute nicht sichtbar. Sehr gut, hier unten hatte ich, hier unten habe ich auch, ja, hier ist ein Depot, gut, wollte gerade schon sagen, dass da hoffentlich auch ein Depot ist. Gut, aber das ist schon mal gut, damit habe ich da offenbar schon mal eine Versorgung. Das ist ja, das war ja bei den anderen Parks nicht so selbstverständlich, das zu haben. Dann sollte ich vielleicht mal dann sollte ich hier vielleicht mal auch irgendwie dann noch was machen, damit die dort nicht die ganze Zeit so direkt durch den Park latschen. Denn ich denke schon, dass ich hier ein paar Läden und sowas hinsetzen werde. Ja, ich denke, ich werde hier ein paar Läden und dergleichen bauen. Direkt. Heißgetränke. Limonade einfach mal auch. Und hier packe ich einmal Regenschirme hin. Und Hotdog erstmal. Gut. Die werden jetzt alle erstmal nochmal teurer gemacht. Gut. Nee, das ist nicht ganz, was ich wollte, aber okay. So. Und ich denke, dann
mache ich hier halt auch nochmal einen Weg. Untergrund einmal schauen. Wo kann ich am besten? Ich denke, dann sollte ich hier einfach mal. Warte mal, wie weit unten? Fuck. Oh doch. Die sind miteinander verbunden. Gut. Dann ist das genau die exakte Höhe. Gut. Wenn das dann direkt die exakte Höhe ist, das ist ja super. Das ist genau das, was ich wollte. Dann kann ich ja direkt mal schauen, wie es mit Attraktionen aussieht. Also, ich habe schon eine relativ große Stahlachterbahn jetzt hier im Park. Ja, ich ein bisschen zu groß und ich habe nicht die dementsprechende. Sagen, ich könnte es den kaufen, aber Mantis ist da theoretisch das Bessere. Und ich denke nicht, dass ich jetzt erst direkt noch so einen Stahlkurs, der da hinsetze. Eher dann sowas wie eine wilde Maus. Die Frage ist halt. Okay, enthält nicht erforschte Objekte. Aha. Okay, Also das hier wäre wahrscheinlich eher so den ich da als nächstes nehmen würde. Aber ich denke, vielleicht sollte ich auch nicht direkt mit einer Achterbahn anfangen, sondern eher mit irgendwie etwas anderem. Gut. Zwei Cash einfach mal direkt und nee, das wollte ich nicht, ich wollte das hier. Gut, packe ich noch irgendwas anderes dann rein. Die Frage ist, ob das vielleicht sogar schon zu große Warteschlange ist, aber hey, wird schon passen. Gut. Aufregende. Oh, Schiffschaukel. Ich denke ja, die Schiffschaukel packe ich mal hier hin. Eingang da, Ausgang hier. Obwohl, ich kann den Ausgang auch dahin packen. Komm, einmal direkt auf 3 Euro hoch. Oder 3 Cash hoch, ist mir eigentlich auch ziemlich wumpe. Der hier ist das. Das reicht für mich ja als Länge. Gut.
Ich bin immer noch bei 11.000. Jetzt, damit habe ich jetzt eine Schiffsschaukel schon mal. Die habe ich, ja, Versorgung und sowas ein bisschen. Ich sollte mal schauen. Also Läden habe ich eigentlich schon. Hier erstmal eine ganz gute Auswahl. Deshalb denke ich, brauche ich erstmal keine Läden. Das heißt, dass ich erstmal... Erstmal denke ich, gehe ich aufregende Fahrtgeschäfte. Und ja, das ist das, was ich mir halt schon gedacht habe. Personal brauche ich halt nochmal. Träger brauche ich definitiv. Vielleicht sollte ich da unten auch noch ein Depot hinpacken. Das ist vielleicht keine so schlechte Idee. Ja, okay, doch. Zwei Mechaniker dürften eigentlich erstmal reichen. Ach komm, egal, gut. Und jetzt drei. Einmal Sicherheitspersonal. Und einmal Dino. Gut. Ich packe jetzt unten auch noch ein Depot nochmal hin. Weil ich das jetzt gerade einfach als sinnvoll erachte, eins dazu haben noch. Ding, ding, ding. Okay, den kann ich da so, also nicht da. Das heißt, dass ich einmal, hopp. Ich weiß, dass ich auch einmal hoch und runter hätte machen können, aber... Darauf hatte ich jetzt keine Lust, daher mache ich es so. So, gut. Hinzufügen, hopp, 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 hopp. Hopp und hopp schon mal. Das erspart einiges an Lieferwegen. Und ich denke, ich sollte hier oben auch, oder naja, hier hinten mache ich den Weg. Hier wird ja wahrscheinlich keine weitere Attraktion mehr hinkommen. Hier würde ich vielleicht noch eine weitere Attraktion hinpacken. Dann mache ich den dahin. Ja, hier könnte tatsächlich noch eine weitere Attraktion hin. Schauen wir mal, was da reinpasst. Karussell ist ein zu groß. Also ein 3-3er wäre da vielleicht nicht so schlecht. 3-5er ist da auch zu groß für. 1-5er, ja, würde reinpassen, brauche ich aber eigentlich da nicht. Vier Vierer, zwei Sechser, mhm. Ja. Noch sind die Dinger dazu groß. Da kommt aber noch was rein. Definitiv, da kommt noch was rein. Gut. Wo baue ich dann noch was hin?
Ich schaue einfach auch nochmal bei den Junior-Achterbahnen. Ich wette, das Impuls wieder dabei. Jupp. Ich denke, Impuls brauche ich aber tatsächlich auch direkt. Ehrlich, das ist mir das Preis, das Geld nicht wert. Impuls hingegen. Da weiß ich, was ich habe bei dem Ding. Naja. Hier würde die Bahn hinpassen. Komm, ich stell jetzt dahin. Okay, wollte gerade schon sagen, das war etwas skurril, aber hey. Gut. Hoppala. Gut. So. Ja, das dürfte eigentlich auch als Warteschlange für Impuls reichen, denke ich mir. Und direkt mal auf 450 hoch. So. Dann mache ich direkt auch nochmal die nächsten Sachen. Und zwar Bänke ein paar. Gut. Und Mülleimer mache ich auch noch mal welche. Vielleicht die Mülleimer. Gut. Mülleimer sind wichtig. Wir wollen ja nicht, dass die ganzen Leute hier einfach ihr Müll im Park liegen lassen. Ja. Und ich denke, erstmal speichere ich jetzt auch, weil da habe ich gerade einiges gemacht. Alter Schwede, es sind schon 24 Minuten und ich habe quasi noch nicht angefangen. Ich habe bisher nur die Grundlagen hier für den Park gemacht, aber okay, gut.
Dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal. Obwohl, halt, ich möchte gerne... Ich möchte mitfahren. Okay, gut. Das ist... Red. Ich denke halt, dass ich die auch noch relativ früh auf 9 hochpacken werde pro Fahrt. Okay, Station wieder gut. Okay, Erlebnisse und das ist alles im mittleren Bereich. Da strömen schon mal ordentlich die Besucher an. Bei dem doppelten, bei dem Doppelriesenrad. Also ich habe wenigstens schon mal Essen und Trinken. Die Träger sollen sich aber beeilen hier mit dem Beliefern. Am besten. Oh, hier ist noch nicht so viel, aber die kommen da auch langsam. Okay, jetzt ist logischerweise klar, dass ich noch Minus mache, aber... Aber alles andere wäre auch sehr verwunderlich. Wie viele Träger habe ich? Ah, okay, ja. Hallo? Die hier. Ich bin jetzt gerade etwas verwirrt, aber ich schaue mal lieber nach. Das Depot soll. Ja, Limonade, Hotdog, heiße Getränke, ja. Infokiosk, Regenschirme. Ja, das soll eigentlich für die alle da beliefern. Und wieso ist da nichts? Sag mir nicht, der liefert hier nicht vernünftig. Das wird ziemlich blöd. Weil bisher haben die nichts, was die da verkaufen können. Nicht ganz so optimal. Oder ist das einfach nur gerade ein Fehler? Hat der... Okay, da wurde offenbar schon was gekauft, oder? Irre ich mich jetzt gerade. Kunden, verpasste Kunden... Ja, okay, da wurde schon was gekauft. Also scheint das hier einfach nur offenbar irgendwie ein Anzeigefehler zu sein. Gut. Also Besucher kommen hier auf jeden Fall schon sehr gut rein. Zufriedenheit habe ich 92%, die anderen Dinger sind voll. Das ist schon mal sehr gut für mich. Erlebnisse noch bei 50, aber das ist in Ordnung. Gut.
Überlegen wir schon mal, womit wir den Park noch weiter beglücken können. Okay, es gibt einen Mangel an Ersatzteilen. Boah, ist in Ordnung. Graviton. Graviton ist vielleicht gar keine so schlechte Wahl. Das stelle ich einfach mal. Jemand hat Blue. Ah. Gut. Das ist doch schön, wenn die im Radio erwähnt wird, die Extraktion. Also zumindest für mich, das gibt schon Cash. So, das dürfte eigentlich als Warteschlange dafür reichen, denke ich mir mal. Ich hoffe es zumindest. Und da kann ich dann auch direkt hier Mülleimer und ein paar Bänke platzieren. G-Lock. Ich denke, da packe ich auch direkt noch einen Mülleimer wieder hin. Noch einen weiteren, meine ich. Okay, ich habe schon 758 jetzt plus, die ich mache. Okay, es wird Ideen sammeln, es wird erforscht, gut. Ich mache guten Profit, die. Da sind jetzt auch schon gut ein paar Gäste rein. Impuls. Ist halt ein Kiddie-Coaster, aber. Also ist halt Familien-Kinder-Coaster, aber. Macht plus, das reicht mir. Oh. Das ist natürlich dumm. Das ist natürlich sehr dämlich, wenn die Schiffschaukel geschlossen ist. Okay, Lieferengpässe, Limonade, na toll. Der hier hat. Oh. Box Auto ist natürlich sehr gut. Die Frage ist, wo packe ich Box Autos am besten hin? Ich darf jetzt dort zu groß. Ich würde die glatt eigentlich hier hinten hinpacken. Ja, mach ich. So.